Beyond Earth ist kein Civilization 6 und es ist auch nicht Alpha Centauri 2. Allein durch die nach wie vor sehr militärisch geprägte Hexfeldstrategie mit je nur einer Einheit pro Feld spielen sich die Partien recht ähnlich wie in Civ 5. Alpha Centauri spielt sich dagegen fast völlig anders und nur ein paar Details erinnern an die Verwandtschaft zu Sid Meiers letztem Ausflug zu den Sternen. Es handelt sich bei Beyond Earth aber auch bei weitem nicht nur um ein simples Weltraum-Add-on. Die Spielmechanik wird gerade durch die drei Affinitäten umgekrempelt und macht auf eine neue Art und Weise Spaß und dabei gleichermaßen süchtig. Die neuen Satelliten bieten zum Beispiel zahlreiche taktische Möglichkeiten, die Tugenden und Science-Fiction-Technologien wurden stimmungsvoll erdacht. Die Spezialeinheiten und Ressourcen unterscheiden sich gerade gegen Spielende deutlich vom Endkrieg aus Civ 5. Besonders gut haben uns die neuen Missionen gefallen. Sie geben Solospielern mehr Struktur, erzeugen zusätzliche Atmosphäre und dienen gleichzeitig als intelligentes Tutorial. Diplomatie, Spionage und Handelsrouten wurden bei den Anpassungen dezent vereinfacht. In diesem Bereich bleibt Civ 5 mit allen Add-ons eine Spur komplexer und vor allem über ein gesamtes Spiel gesehen interessanter als Beyond Earth. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Das nun weniger lineare Technologienetz hätten die Entwickler übersichtlicher gestalten können. Hier müssen Spieler unnötig viel Zeit investieren. Wir werden Beyond Earth eine sehr lange Zeit über den Test hinaus spielen. Sid Meiers zweites extraterrestrisches Aufbauspiel ist insgesamt eine äußerst runde Angelegenheit und weckt die Neugier bei Civ-Neulingen wie Veteranen gleichermaßen. Now we look upon our new world for the first time. On these alien shores, our destiny waits. A new beginning for mankind.